Willkommen, liebe Zuschauer, zum Regionalmagazin heute am Freitag, den 14. Dezember. Das Wochenende steht kurz vor der Tür und mit folgenden Themen sind wir heute für Sie da. Sonntagsausflug. 60 Teilnehmer beim diesjährigen Adventspaddeln. Gewohnt anders. Junges Pärchen auf der Suche nach der ersten gemeinsamen Wohnung. Und Urlaub. Schulreisen GmbH präsentiert Ihnen die AIDA MA. Bevor es mit der Sendung losgeht, wollen wir Ihnen noch unser aktuelles Zuschauerfoto präsentieren. Das kommt heute von Erika Jahn und wurde uns per Facebook geschickt. Es zeigt ein wunderschön geschmücktes Haus in Kalbe. Vielen Dank dafür. Wenn auch Sie ein Foto einreichen wollen, das gerne per Mail an info@elbemedien.de und natürlich auch über Facebook. Unser erster Beitrag in der heutigen Sendung führt uns an das Bootshaus Delphin, denn dort fand das traditionelle Adventspaddeln statt. Wahres Paddelwetter blieb den Adventspaddlern am vergangenen Sonntag auf ihrer bereits 21. Tour von Barby nach Magdeburg verwehrt. Allerdings konnten sich die rund 60 Teilnehmer auf einen warmen Zwischenstopp in Schönebeck freuen. Denn wie in jedem Jahr begrüßen die Sportler von Union 1861 Schönebeck die Paddler am Bootshaus Delphin. Lagerfeuer, Glühwein und leckeren Stollen hatten die Frauen und Männer vorbereitet, wenn auch das Wetter nicht ganz mitspielte. Das Adventspaddeln hat bereits seit über 20 Jahren Tradition. Immer um den zweiten Advent kommen Ruderer und Kanuten aus vielen Teilen Deutschlands zusammen, um gemeinsam von Barby nach Magdeburg zu paddeln. Dort warten dann ebenfalls leckeres Grillfleisch, warmer Tee und Kaffee, perfekt, um den Sonntag entspannt ausklingen zu lassen. Der Zirkus Paul Busch gastiert in Magdeburg und wie Sie Freikarten dafür gewinnen können, das verraten wir Ihnen jetzt. Vorhang auf und Manege frei für den Zirkus Paul Busch. Ab dem 21. Dezember 2018 gastiert der Zirkus mit seiner Arena der Attraktion in Magdeburg. Auf dem Max-Wille-Platz sorgt das spektakuläre Bühnenprogramm mit Akrobaten, Clowns und vielen Tieren für strahlende Kinderaugen. Der Elbe-Kanal verlost dazu Freikarten zu folgenden Terminen: 21. Dezember 16 Uhr und 19.30 Uhr, 22. Dezember 16 und 19.30 Uhr, 24. Dezember 14 Uhr, 25. Dezember 19.30 Uhr, 26. Dezember 16 Uhr und 19.30 Uhr, 27. Dezember 19.30 Uhr, 28. Dezember 19.30 Uhr, 29. Dezember 19.30 Uhr, 30. Dezember 15 Uhr, 31. Dezember 19.30 Uhr, 1. Januar 16 Uhr und 19.30 Uhr, 3. Januar 19.30 Uhr, 4. Januar 19.30 Uhr und 6. Januar 15 Uhr. Wenn Sie eine der Freikarten ergattern möchten, dann kommen Sie zu uns ins Studio in der Bahnhofstraße 5 in Schönebeck und nennen Sie das Stichwort Zirkus. Danach können Sie sich Ihren Wunschtermin aussuchen. Eine Freikarte ist gültig für zwei Erwachsene ab 16 Jahren in der Platzkategorie Rang. Schnell sein lohnt sich. Sie haben es im Beitrag gehört, einfach vorbeikommen, Wunschdatum nennen, Stichwort nennen und mit etwas Glück bekommen Sie die Karten. Wir blicken jetzt auf aktuelle Kurznachrichten aus der Region, wie immer kurz und kompakt für Sie zusammengefasst. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Die Volksschwimmhalle gibt die Öffnungszeiten während der Weihnachtsferien und der Feiertage bekannt. Vom 19. bis 21. Dezember kann man von 10 bis 21.30 Uhr die Becken und die Saunaangebote nutzen.
Vom 22. bis 23. Dezember kann man die Angebote der Schwimmhalle von 8 bis 17 Uhr nutzen. Über die Weihnachtsfeiertage bleibt die Schwimmhalle geschlossen. Ab 27. Dezember sind die Öffnungszeiten innerhalb der Woche von 10 bis 21.30 Uhr und am Wochenende von 8 bis 17 Uhr. Am 31. Dezember und 1. Januar 2019 bleibt die Schwimmhalle ganztägig geschlossen. Wie das Sachgebiet Bibliothek mitteilt, bleibt die Stadtbibliothek am Donnerstag, den 27. Dezember und Freitag, den 28. Dezember ganztägig geschlossen. Die letzte Ausleihmöglichkeit vor Weihnachten ist am Freitag, den 21. Dezember von 10 bis 12 Uhr in der Straße am Stadtfeld. Der erste Öffnungstag im neuen Jahr ist Mittwoch, der 2. Januar. Während der Schließzeit sind keine telefonischen Verlängerungen möglich. Die Möglichkeit der Online-Verlängerung besteht weiterhin. Es wird um Beachtung und Verständnis gebeten. Wie das Sachgebiet Straßenverkehr mitteilt, kommt es zu einer halbseitigen Straßensperrung in der Geschwister-Scholl-Straße mit gleichzeitiger Sperrung des Fußgängerverkehrs im Gehwegbereich. Verkehrssicherungsmaßnahmen werden vom 26. November bis 29. März 2019 vorgenommen. Es ist geplant, die Seitenbereiche bzw. Gehwege zu sanieren. Das Befahren der Geschwister-Scholl-Straße im Bereich zwischen Friedensplatz und Welzleberbrücke ist nur aus Richtung Friedensplatz möglich. Der Verkehr aus Richtung Frohse wird über die Tischlerstraße umgeleitet. Das Land Sachsen-Anhalt ruft alle jungen Menschen bis 21 Jahre aus Sachsen-Anhalt auf, sich am Wettbewerb zum 22. Kinder- und Jugendkulturpreis 2019 zu beteiligen. Mit dem Preis würdigt das Land Sachsen-Anhalt herausragende kulturelle Leistungen und künstlerische Werke von Kindern und Jugendlichen. 2019 steht der Kinder- und Jugendkulturpreis unter dem Motto Aufbruch, modern denken. Die Beiträge mit ausgefüllten Anmeldeformular können bis einschließlich 1. April 2019 an folgende Adresse gesendet werden: Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V. in der Brandenburger Straße 9 in 39104 Magdeburg. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786101. Nach einer kurzen Pause geht es bei uns weiter, dann unter anderem mit den Gewinnern der Medium der Woche Aktion. Also bleiben Sie dran. Tradition, die sich bewährt. Die Fleischerei Reiske in Schönebeck setzt seit vielen Jahren höchste Ansprüche an die Herstellung und den Verkauf frischer Fleisch- und Wurstwaren. Unsere Angebote in dieser Woche: Gulasch halb und halb, 100 Gramm zu 60 Cent, Kotelett mit Knochen, 100 Gramm zu 70 Cent, Kotelett ohne Knochen, 100 Gramm zu 75 Cent und Bockwürstchen, 100 Gramm zu 59 Cent. Auch mobil sind wir mit unserem Wagen unterwegs. Ob Förderstedt, Stassfurt, Brumby oder Güsten, besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Ihre Fleischerei Reiske in Schönebeck. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Auch wenn es noch nicht so aussieht, aber bald ist Weihnachtszeit. Und die aktuellen Neuheiten von Formano, Villeroy und Boch, Hutschenreuther und Göbel sind eingetroffen. Schöne Figuren zum Verschenken.
Auch Sammlerstücke wie die Jahresglocken von Hutschenreuther sowie die Jahresengel von Göbel lassen jedes Herz höher schlagen. Eine große Auswahl weihnachtlicher Kerzen, Servietten und Tassen für eine festliche Tafel runden unsere Angebotspalette ab. Unser Service für Sie: kostenlose und liebevolle Verpackung Ihrer Geschenke. Besuchen Sie uns und lassen Sie sich von unserer weihnachtlichen Dekoration und den vielen Weihnachtsartikeln verzaubern. Kills, Ambiente für Tisch und Küche. Ihr Ansprechpartner, wenn es um Überraschungen geht. Unübersichtlich und kompliziert war gestern. Dank unseres Kundenportals MeinSWS sind Sie immer aktuell über Preise, Zählerstände und Veränderungen informiert. Sie möchten Ihre monatlichen Abschläge anpassen, persönliche Daten ändern? Dann besuchen Sie uns jetzt online per Smartphone, Tablet oder PC, bequem von zu Hause oder unterwegs. Natürlich sind wir auch weiterhin für alle Fragen und Anregungen im Stadtwerkehaus für Sie da. Ihre Stadtwerke Schönebeck. Andere machen sauber, wir reinigen gründlich. Ihre Gebäudereinigung Nico Peters. Telefon 0152 232 03053. Die Fleischerei Brinkmann in Altfrohse erstrahlt nach dem Umbau in neuem Glanz. In der Fleisch- und Wursttheke finden Sie nicht nur das passende Grillfleisch, sondern auch alles von Spießen über Wurst bis hin zu leckeren Salaten. Der Platten- und Buffet-Service ist umfangreich, ansprechend gestaltet und ein wahrer Genuss für große und kleine Anlässe. Gemütlich wird es in der neu gestalteten Imbissecke. Genießen Sie Soljanka oder Schnitzel frisch zubereitet direkt vor Ort. Qualität und immer freundliche Beratung. Fleischerei Brinkmann, weil es nicht wurscht ist, wo man Wurst isst. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Ein Virus zerstört Ihre Festplatte oder er überhitzt sehr schnell? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel in der Republikstraße 40a in Schönebeck. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch in HD im neuen Lokal-TV-Portal HD empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBB-TV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBB-TV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie einen manuellen Sendesuchlauf durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11.552 MHz unter der Sendekennung Lokal-TV-Portal HD. Sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren regionalen Sender auswählen. Mit der OK-Taste starten Sie das Programm. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Bäckerei Schwarz, seit 120 Jahren Ihr Bäcker aus der Region. Jetzt zur Vorweihnachtszeit in all unseren Filialen. Makronen, Dominosteine, Anisplätzchen und natürlich auch in diesem Jahr unsere preisgekrönten und mit der Goldmedaille ausgezeichneten Stollen. Entdecken auch Sie unser weihnachtliches Angebot. Bäckerei Schwarz. Wir backen, Sie genießen. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zum Regionalmagazin heute am Freitag, den 14. Dezember. Bei uns geht's weiter mit dem Medium der Woche. Wir geben die Gewinner der aktuellen CD bekannt, die ultimative Chartshow Hits 2018. Ich sage herzlichen Glückwunsch an alle, die jetzt ihren Namen unten eingeblendet sehen.
In der kommenden Woche steht allerdings schon ein neues Medium der Woche bereit und wir hören einmal rein. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Das sind die einzigartigen, tausendste Momente, das ist, was man Sekundenglück nennt. 4 Jahre haben wir auf neue Musik von ihm warten müssen, aber das Warten hat sich gelohnt. Bist du da, weil zu viel gestern rund? Tumult ist ein Höhepunkt in der 40-jährigen Karriere des Künstlers Herbert Grönemeyer. Dein Doppelherz, einmal hier und dann da zu Hause. Mit 13 Songs präsentiert er sich nach 4 Jahren mit einem Album, was sich sehen und hören lassen kann. Voll der Fälle, es ist wie es scheint, steht an der Schnelle und mischt sich ein. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Wir verlosen noch einmal die CD von Herbert Grönemeyer Tumult, also Ihre Gewinnchance dann in der kommenden Woche. Bei uns geht's weiter mit einer Folge Gewohnt anders und diesmal ist ein junges Pärchen auf Wohnungssuche. Melanie Rupp, Maklerin der Städtischen Wohnungsbau GmbH aus Schönebeck, ist auf dem Weg zur Wohnungsvorstellung. Das zentral gelegene Wohngebiet Lutherstraße hat eine gute Verkehrsanbindung. Viele Einkaufsmöglichkeiten sind nur wenige Gehminuten entfernt. Ich bin jetzt hier mit Annabelle und David verabredet. Die beiden suchen eine kleine Zweiraumwohnung mit ca. 50 Quadratmetern und studieren wohl in Magdeburg an der Universität. Und da bietet sich die Wohnung in Bahnhofsnähe sehr an und den zeige ich jetzt den beiden. Ich bin gespannt. Jung und verliebt schreiten Annabelle und David in Richtung erster gemeinsamer Wohnung. Auch wenn in Magdeburg studiert wird, so suchen die beiden etwas Kleines, aber Feines zum Budget eines Studentendaseins. Ja, hallo, ich bin die Annabelle und das ist der David. Wir haben uns beim Studium in Magdeburg kennengelernt, in der Mensa beim Essen. Und da hat er mal nebenan gesessen und ja, irgendwann sind wir ins Gespräch gekommen. Mittlerweile sind wir seit 1,5 Jahren zusammen und möchten jetzt endlich unsere erste gemeinsame Wohnung beziehen. Und aber nicht in Magdeburg, sondern hier im schönen Schönebeck. Genau. Wichtig ist, dass ein Hobbyraum mit dabei ist. Genau. Dank des gut ausgebauten Verkehrsnetzes ist auch die Landeshauptstadt Magdeburg gut und schnell zu erreichen. Ein wichtiger Aspekt bei der Wohnungssuche von Annabelle und David. Hallo, willkommen in Schönebeck. Dann gucken wir uns jetzt mal die Wohnung an. Alles klar. Auf geht's. Wir sind gerade in Schönebeck angekommen. Das Haus macht einen ganz soliden Eindruck. Die Maklerin ist auch sehr nett. Und schauen wir mal, was uns drin erwartet. Die Zweiraumwohnung wurde modernisiert und bietet knapp 52 Quadratmeter Wohnfläche. Sie ist mit einem Tageslichtbad ausgestattet, bietet Wasch- und Trockenräume, einen Dachboden und auch ein Mieter- bzw. Fahrradkeller ist ebenfalls mit dabei. Dann gehen wir gleich mal durch und zeige Ihnen das große helle Wohnzimmer der Wohnung. Oh, das ist wirklich schön hell. Das gefällt mir. Große Fenster. Sind auch schön, ja. Ja, genau. Blick in den Innenhof. Das Wohnzimmer beeindruckt dank der großen Fenster mit seinem hellen Erscheinungsbild. Erste Einrichtungsideen schwirren auch schon durch den Kopf der jungen Mieter. Ja, großer Innenhof. Ja, der ist auch abgeschlossen, der Innenhof. Also hier ist dann wirklich auch kein Durchgangsverkehr. Können Sie individuell einrichten, das Wohnzimmer. Ja. Ja, Sie haben Platz für eine große Couch. Mhm. Genau. Ja? Dann zeige ich Ihnen mal gleich das Schlafzimmer nebenan. Das ist ebenfalls sehr groß, hell und geräumig. Können Sie ganz bequem großes Bett, einen großen Kleiderschrank, wichtig für die Frauen. Und natürlich auch der Schreibtisch zum Lernen darf nicht fehlen. Genau. Jawohl. Das der passt hier auch ideal rein.
Hier haben sie ebenfalls große, helle Fenster. Im Sommer ist dann der Baum draußen noch schön begrünt, sodass da noch Schatten ist. Auch wenn der Baum jetzt noch nicht grün ist, einen ersten Blick mit der Vorstellung, wie es denn aussehen könnte, lassen sich Annabelle und David nicht entgehen. Immerhin sollte bei der ersten gemeinsamen Wohnung ja alles optimal sein. Ja. So, dann zeige ich Ihnen als nächstes das Badezimmer mit Badewanne. Auch groß und geräumig, sehr hell. Nicht nur gucken, sondern testen heißt dann die Devise im Badezimmer. Toilettendeckel, Wasserhahn, Fenster und Badewanne müssen sich einer ersten Prüfung stellen. Ja, ist ja alles sehr modern hier, ne? Wie ist das mit den Heizkosten? Ja, die Heizkosten für diese Wohnung betragen monatlich 130 Euro. Das sind die Vorauszahlungen. Am Jahresende erhalten Sie dann eine Abrechnung. Das, was Sie verbraucht haben, wird gegen die Vorauszahlung gesetzt. Das Objekt an sich ist wärmeisoliert. Das heißt also, Sie haben hier sehr gute Energiewerte und somit auch keine Energieverschwendung nach draußen. Ja, die Annabelle und der David sind ein sehr nettes, sympathisches Pärchen. Das gefällt mir. Und ich denke, dass Ihnen auch der erste Eindruck der Wohnung gefallen hat. Und bin mal gespannt, was Sie sagen zu dem Highlight der Wohnung, zur Küche. Auf geht's! Mit einem Ass im Ärmel präsentiert Maklerin Melanie dann das Highlight der Wohnung, die neue, moderne Küche. Die gefällt mir auch. Ja. Ist die neu? Niedelnagelneu, frisch eingebaut. Jawohl. Und das Ceranfeld, Herd, dem Geschirrspüler. Und natürlich eine Menge Stauraum, auch auf der anderen Seite den Kühlschrank und der geliebte Apothekerschrank darf natürlich auch nicht fehlen. Das reicht für uns auf jeden Fall. Ja, sehr schön geräumig, gefällt mir. Mal noch eine andere Frage zu Sachen Platz. Gibt es hier noch Räume, um irgendwas abzustellen oder vielleicht eine Wäschekammer, irgendwas? Ja, also wir haben direkt hier in der Wohnung im Flur einen kleinen Hauswirtschaftsraum. Dort können Sie Sachen abstellen in der Wohnung. Ansonsten haben wir oben auf dem Dachboden, das ist ein Wäschedachboden, da können Sie also gerne Wäsche trocknen, aufhängen. Und zur Wohnung gehört auch ein großer Kellerraum, sodass Sie da auch Abstellmöglichkeiten noch im Keller haben. Fahrradraum sind auch im Keller allgemein vorhanden. Also ich denke, das ist genug Abstellfläche. Die Wohnung gefällt mir sehr gut, die Aufteilung ist in Ordnung. Das Wohnzimmer hat schöne große feste Fronten, das gefällt mir sehr gut, kommt viel Licht rein und das Schlafzimmer ist gut gedämmt vom Straßenlärm, also da hört man nichts. Ich glaube, da kann man sich sehr gut erholen die Nacht. Die Lage der Wohnung ist auch super, direkt in Bahnhofsnähe, da können wir dann mit dem Zug schnell nach Magdeburg und da haben wir dann auch unsere Uni zum Studieren. Nachdem nun alle Räume besichtigt sind, kommt sie wieder, die Frage aller Fragen. Frau Rupp, die Wohnung gefällt uns schon ganz gut, aber was kostet sie denn? Na, wir sind ja auch Studenten, da muss man mal ein bisschen gucken, ne? Genau, also kann ich Ihnen zeigen, die Wohnung insgesamt, das sind 51,66 Quadratmeter, eine Netto-Kaltmiete von ca. 235 Euro im Monat, okay. Wobei ich sagen muss, dass natürlich... Mittels moderner Präsentationstechnik und 3D-Ansichten ist es ein leichtes, den beiden alle notwendigen Informationen zu Wohnung, Miete und Betriebskosten zu zeigen. Ja, dann sind wir einmal durch und dann würde ich gerne mal horchen. Wie gefällt euch denn die Wohnung? Ja, also mir gefällt sie wirklich richtig gut. Passt alles zusammen, so wie wir es uns vorgestellt haben. Also ich würde hier am liebsten sofort einziehen. Ja, das Wohnzimmer ist hell, die Küche ist neu, das Bad ist schön. Super. Na dann, freut mich das. Und dann herzlich willkommen bei der SWB. Das ist eure neue Wohnung. Super. Die Formalitäten und den Vertrag machen wir dann bei uns gleich jetzt im Anschluss im Unternehmen. Alles klar. Na dann. Gesucht und gefunden. Bei Annabelle und David hat dies nun gleich doppelte Bedeutung. Ja, die Wohnung fällt uns gut. Schöne Lage, schöne große Räume. Genau. Hier lässt sich so wohnen. Der Einzug kann kommen. Sichtlich glücklich über das Besichtigungsergebnis steht einem Einzug nichts mehr im Wege.
Aktuell laufen auch die Dreharbeiten für die kommende zweite Staffel ab Januar. Dann dürfen Sie auf weitere Folgen gespannt sein. Wir blicken jetzt auf aktuelle Veranstaltungen in den kommenden Tagen. Zahlreiche Konzerte und Chöre treten auf. Alle Infos gibt es jetzt. Der weihnachtliche Biererberg lädt am 16. Dezember ab 14 Uhr zum Verweilen ein. Mit einem schönen weihnachtlichen Programm und einer Feuershow wird es nicht langweilig. Für einen Imbiss, Heißgetränke und weihnachtliche Süßwaren ist gesorgt. Der Eintritt ist frei. Die Weihnachtsmärkte sind eröffnet, das erste Lichtlein wird bald angezündet. Da in der Vorweihnachtszeit gerne Traditionen wie diese gepflegt werden, lässt auch das Landespolizeiorchester Sachsen-Anhalt sein traditionelles vorweihnachtliches Konzert im Solopark Schönebeck-Bad Salzelmen ankündigen. Karten für das weihnachtliche Konzert am 16. Dezember um 16 Uhr sind in den Stadtinformationen am Markt und am Soleturm sowie telefonisch unter 03928 70 55 55 und an der Tageskasse erhältlich. Der Shantychor lädt am 22. Dezember zu einem Weihnachtskonzert in den Dr. Thulberg-Saal. Ab 14 Uhr erwartet die Besucher sowohl traditioneller Shanty als auch besinnliche Weihnachtsmusik. Karten gibt es bei den Stadtinformationen auf dem Marktplatz und im Solepark. Gleich zu Beginn des neuen Jahres können sich Freundinnen und Freunde sakraler Klänge auf den Besuch der Maxim Kowalew Don Kosaken in Schönebeck freuen. An dem Abend wird der Chor russisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie einige Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen. Karten für die Veranstaltung am 10. Januar um 19 Uhr sind ab sofort in den Stadtinformationen der Stadt Schönebeck sowie telefonisch unter 03928 70 55 55 erhältlich. Das Unternehmen Schur Reisen GmbH hier aus der Region präsentiert immer wieder interessante Reisen rund um die Welt und diesmal geht es auf die AIDA Mar. Leinen los mit AIDA zu unvergesslichen Urlaubserlebnissen. Genießen Sie mit uns eine traumhafte Kreuzfahrt mit Wellness vom Feinsten, kulinarischen Höhepunkten, fantastischem Entertainment und vollkommener Erholung. Ob perfekte Entspannung oder aktive Erholung, Familienferien oder Entdeckerurlaub, Ihr Zuhause auf See eröffnet Ihnen grenzenlose Vielfalt. Sie werden AIDA lieben. Willkommen bei AIDA. Wir freuen uns darauf, Sie an Bord unserer wunderschönen Schiffe mit erstklassigem Service zu verwöhnen. Wir kümmern uns um alles, damit Sie Ihren Urlaub genießen können. Fantasie ist unser Lieblingsrezept. Genießen Sie in unseren Buffet-Restaurants Köstlichkeiten aus den besten Küchen der Welt. Vom Frühstück bis zum späten Abend tafeln Sie nach Ihren Vorlieben, ohne Tischordnung und feste Zeiten. Unsere Spitzenköche holen für Sie den Himmel auf das Meer. Anspruchsvolle Genießer können sich in unseren Gourmet-Tempeln verwöhnen lassen. Das ist Hochgenuss auf Sterneniveau. Und zum Abschluss bleibt noch der Blick auf das Wetter. Hier sind die Aussichten für Samstag bis Montag. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck.
Auf dem Brocken liegen bereits 30 cm Schnee. Ob wir im Flachland auch das Glück haben, eine weiße Landschaft beobachten zu können? Noch nicht, aber die Temperaturen sinken an diesem Wochenende stark. In das Wochenende starten wir bei minus 2 Grad. Der Himmel ist mit einer dicken Wolkendecke bedeckt, sodass die Temperaturen gering auf 0 Grad steigen. Am Sonntag sieht es ähnlich aus. Bei dicken Wolken erwarten uns Werte von minus 3 bis minus 1 Grad. Da heißt es zum Sonntagsspaziergang dick einpacken und danach einen schönen warmen Glühwein genießen. Ab Montag bricht die Wolkendecke etwas auf und die Sonne kommt zum Vorschein. Mit den Temperaturen von 0 bis 2 Grad ist es auch nicht mehr ganz so kühl wie am Wochenende. Das Team des Elbe-Kanals wünscht eine angenehme Restwoche. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Und das war's auch schon mit dem Regionalmagazin für Freitag, den 14. Dezember. Ihnen ein schönes Wochenende, einen schönen dritten Advent. Noch die Informationen heute und Samstagabend jeweils ab 22 Uhr unser Musikmagazin Alphabeats. Wir sehen uns dann, wenn Sie mögen, am Montag um 18 Uhr wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihre Tina Bonas.